Mathilde Sperge. Sie ist Gastgeber im Erstklasse Alpenresort von China im Walsental. Unser Hotel steht ja direkt auf der Passhöhe, also vom Faschina-Pass mit Übergang im Bregenzer Wald. Und wenn die Gäste zu uns kommen, kriegen sie diese Bregenzer Waldkarte. Sie können mit allen Bähnle, mit der Busse, mit der Wanderbusse mitfahren und finden eine schöne Flora, natürlich tolle Berg, ein Naturbadesee wie der Seewaldsee, schöne Alphütten, einfach eine Gemütlichkeit. Gemütlich und vor allem bequem ist auch die Anreise ins Ferienhotel. Das Reiseunternehmen die Verabold bringt Gäste in ihren luxuriösen Car in Bregenzer Wald. Genussmenschen kommen bei diesem Kurzurlaub voll auf ihre Kosten. Ich muss einfach dabei sein, weil es natürlich eine bequeme Busanreise hat, weil es ein gutes Hotel ist, wo ich persönlich eben auch lang privat schon eingehe, gute Küche. Wunderbare Landschaft und natürlich eben als zusätzliches Goodie eigentlich eben die Kibbutz, die man dann dort oben probieren kann. Der Kibbutz ist eine Schweizer Erfindung. Ein Schuh mit einer Luftsohle, die einem das Laufen viel angenehmer macht. Dank der weichen, elastischen Sohle kann man auf hartem Boden wie auf Moos laufen. Das Bewegungskonzept erleben die Reisegäste dank der Zusammenarbeit von Verabold und Kibbutz im Kurzurlaub am eigenen Körper. Eine Erfahrung und ein Genuss, wo man nachher sogar mit in den Alltag nehmen kann. Die Vorzüge vom Luftküssi-Schuh-Kibbutz dürfte Heinz Weber heute selber erleben. Er trägt den Kibbutz besonders gern am Messer. Ich war selber auch ein bisschen skeptisch und ich habe den dann mal probiert an der internationalen Tourismusbörse in Berlin. Also das ist ja so eine zweitägige Messe, wo ein sehr weitläufiges Messegelände ist und ich habe dann mit dem Herrn Verabold, der auch so einen Schuh bekommen hat von Kibun. Für zum Ausprobieren haben wir dann mal wirklich den Test gemacht. Wir haben zwei Tage also wirklich intensive Messebesuch gemacht. Wir sind den ganzen Tag auf der Beine gewesen, muss sagen. Also ich bin wirklich angenehm überrascht. Zu Abend eigentlich kein Rückenweh, keine müde Füße und das hat wirklich gut getan. Dank dieser Erfahrung ist es zum neuen Angebot von Verabold gekommen. Unter der Führung von Kibun-Experten können die Reisenden ein völlig neues Laufgefühl erleben und kommen so bestimmt wieder Freude am Spazieren und Wandern über. Und wer den noch nicht genug hat, kann sich im Hotel verwöhnen lassen. Wir haben eine sicherlich der schönste Wellnessanlage der Region mit zwei Hallenbädern, ein Freischwimmbad, ein wunderschöner Wellnessbereich, auch mit Fitness, mit Kegelbahn, also rundum. Und was ganz speziell ist, wir haben eine ausgezeichnete Küche. Es kommt also nichts zu kurz. Die Reise von Verabold und Kibbutz in Zusammenarbeit mit dem Hotel im Bregenzerwald lässt keinen Wunsch offen. Entspannung, Erholung und Wohlgefühl ist garantiert.